Ich war zwar schon auf der ein oder anderen Multiplayer-Map, ich habe bis jetzt da nur ein einziges Mal ein Minecart-System genutzt auf einer Multiplayer-Karte. Ich habe mir auch schon viele auf Multiplayer-Karten angeguckt, aber ich muss sagen, keins hat mich überzeugt. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Gute Nacht. Guten Morgen. So. Wieso haben sie mich nicht überzeugt? Zumindest die, die in Aktion waren. Gut, da teilweise kann man nicht hinter die Kulissen gucken. Ist einfach so. Mist, jetzt ist das Inventar voll. Was haben wir hier? Eichenholzbretter. Gut, der Fußboden wird hier Eichenholz. Das System hat mich teilweise nicht überzeugt aus dem Grund. Da, wo ich hinter die Kulissen gucken konnte. Die haben zwar auch diese Speicherbahnhöfe, also diese Puffer an den Bahnhöfen. Aber die konnten, wo ich es mir angucken konnte, die konnten nicht erkennen, ist der Puffer jetzt voll? Kommt da jetzt noch einer an, wo der Puffer voll ist? Ach nee, das war ja da ein bisschen. Na, muss ich jetzt ein bisschen anders sagen. Bei dem, den ich es mir angeguckt habe, der hatte nur. Na, da wollte ich jetzt, eigentlich nicht machen. Der hatte nur zwei Ziele. Also zwei Kopfbahnhöfe. Das war eigentlich wirklich so gedacht. Ein Bahngleis, noch ein Bahngleis, noch ein Bahngleis, noch ein Bahngleis. Ziel A, Ziel B, Ziel C, Ziel D. Einfach gemacht. So, dann hat er gesagt, ich habe hier einen Puffer. Drücke ich da anfordern, drücke ich da anfordern, drücke ich da anfordern. Dementsprechend kommen die Minecarts. In eine Ankunftszone, wo dann, wenn man verlassen hat, das Minecart einfach rausgeschickt wurde. In den Puffer. Gut. Löst das Problem, wenn man immer nur diesen einen Bahnhof fährt, egal aus welcher, also man hat hier zum Beispiel so einen Sternverteiler, einen dahin, einen dahin, einen dahin, man muss jedes Mal hier so rüber, um dann irgendwo anders hinzukommen, ist die große Frage, braucht man dann überhaupt am Ende einen Puffer oder einen größeren? Wenn jetzt zum Beispiel da hinten ein Puffer ist, ein großer, hier braucht man einen sehr großen zum Beispiel an dem Ende. Da muss man jetzt nicht unbedingt, wenn der da hinten voll ist, hier alles herschicken. Je nachdem, wie groß der Server ist, ist das nicht nötig. So, dann habe ich aber einen Server gehabt. Der hatte Weichen drin. So, und da habe ich, sehe ich das Problem. Der Server war nicht gut besucht. Er war auf jeden Fall, ist aber ein großer Server gewesen. Da konnte ich aber leider nicht hinter das System gucken. Aber der hatte Weichen drin. Man konnte, das war die Axt, mehrere Ziele anfahren. Man ist im Bahnhof gestiegen, hat Minecart angefordert, ist eingestiegen und weggefahren. Mitten auf der Strecke kam eine Weiche. Hat angehalten, konnte sich die Stellung aussuchen, wo man hinfahren möchte und fuhr dann weiter. So. Und jetzt kommt der Kasus Knacklos. Sie sind zwar zu zweit. Es hat nichts verhindert, zumindest wüsste ich nichts, dass wenn ich jetzt auf der Strecke bin, dass mich das Minecart-System daran hindert, loszufahren, weil schon jemand auf der Strecke ist, vor der Weiche. Es kann ja jetzt jemand sein, der da vor der Weiche steht. Wo wollte ich jetzt hin? War das jetzt dahin? Dahin? Sagen wir so, er braucht jetzt eine halbe Minute. Statt 10 Sekunden braucht er eine halbe Minute. So, innerhalb dieser 20 Sekunden kann schon der nächste ankommen und ja, der steht dann auf freier Strecke, muss sein Minecart dann anschieben, weil er den Platz belegt für diese Weiche. Und das wollte ich verhindern. Wir sind zwar zurzeit nur zwei Leute, aber das ist halt ein Konzept, was ich mir ausgedacht habe, was ich verhindern möchte. Könnte ja mal sein, dass wir Besucher haben auf der Karte. Und dann wäre das ganz schlecht, wenn wir dann durch die Gegend reisen würden und
ja, kurz hintereinander, so im 20-Sekunden-Abstand, so lange braucht ungefähr, bis ein Minecart wieder einsatzbereit ist, vom Bahnhof her. Und dann wäre es ja ganz doof, wenn man im Stellwerk oder in so einer Weiche plötzlich mitten auf freier Strecke anhalten muss, weil Person 1 ist vielleicht noch durchgekommen, Person 2 ist gerade noch so eben, also Person 1 sowieso, Person 2 kommt gerade so eben noch an, dass er nicht mehr anhalten muss. Und die zweite Person ist ein bisschen zu langsam am Knöpfchen drücken. Oder er wird verhindert, ne, wird, oder ist, ja, ist zu langsam am Knöpfchen drücken. Und in dem Moment kommt schon Person 3 an. Und Person 3 kann nicht mehr in diese Weiche einfahren, weil da noch einer steht. Ist dann ein bisschen sinnloses Unterfangen in dem Moment. Sowas möchte ich verhindern. Ich möchte nämlich erst einen Minecart auf die Strecke schicken, wenn die Strecke frei ist. Deshalb möchte ich auf der, wenn es lange Strecken sind, Pufferstrecken einsetzen. Das heißt, man fährt dann los. Erst fährt los. Wenn es eine lange Strecke ist, dann ist da irgendwo so ein Hügel drin. So ein Puffer. Wenn die diesen Puffer überschritten hat, dann wird das Minecart hinten freigegeben oder die Strecke freigegeben. Er kann reinfahren. Das heißt, ich setze einen Mindestabstand dann voraus. Irgendwie komme ich gerade, hier habe ich wieder volles Inventar. Merke ich gerade. Und ja, dieser Mindestabstand sorgt dann dafür, dass man dann halt immer, oder dieser Puffer sorgt dann dafür, dass man zwar auf freier Strecke anhält, aber von sich aus wieder weiterfährt. Und das war eigentlich, ist eigentlich wichtig für mich. Und das ist auch schon bei zwei Personen wichtig. Nicht nur bei einer. Oder bei drei oder fünf oder 20 Personen. Es kann wirklich mal wirklich sein, dass zwei Leute gleichzeitig irgendwo hinfahren wollen. Ja, wenn dann halt die Strecke blockiert ist, weil Person 1 wirklich zu langsam ist oder Person 2 das Minecart-System plötzlich schneller flott gekriegt hat, dann ist es doch schon nervig. So, ich krieg mein Inventar gerade nicht leer. Das ist auch doof. Das ist ganz doof. Hier habe ich einen Knopf. Jetzt habe ich einen Knopf. Jetzt habe ich einen Knopf da. Wofür der ist, weiß ich nicht. Falls jemand Fragen haben sollte, wozu der Knopf ist, sagt ihm. Ihr wisst es noch nicht. Ist Deko. So, Steine, Steine, Steine. Zaun, 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 Zaun. Das ist gar nicht gut. So, bevor das Ganze hier verschwindet, müssen wir mal kurz irgendwo eine Kiste finden. Toll, da habe ich eine Bastelkiste da auch. Ein Brot. Zack, 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 zack. Das lagern wir gleich um. Ich muss nur kurz den ganzen Kram retten, bevor der verschwindet. Juhu. Zack, zack, zack. So. So, Spitzhacke, Spitzhacke, Spitzhacke. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Der Rest bleibt dann erstmal stehen. Gut. Der Rest bleibt stehen. Da machen wir das doch mal zu. Dass da keiner reinfällt. Ich weiß, es ist nicht sehr tief, aber es muss ja keiner reinfallen. So, und dann räumen wir unser Inventar auf und dann mache ich eine Aufnahmepäuschen. Würde ich mal sagen. Schmied von Tronjeheim. Siehst du, da wird immer noch ein Name gesucht. Kam noch kein Vorschlag. Es hat sich schon einer bereit erklärt, mir persönlich gegenüber, das zu machen. Aber ich habe es noch nicht so eilig, dass wir das jetzt unbedingt haben müssen. Hier ist Gold drin. Wieso habe ich das noch nicht umgelagert? Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Na gut, bringen wir das jetzt erstmal weg. Sonne haben wir noch ein bisschen. Beeilen wir uns auch ein klein wenig. So, ein bisschen Cobblestone haben wir auch wieder. Das ist auch schön. Ja. Ein bisschen was geschafft haben wir. Kobbelpflastersteine. Ach ja, du könntest eigentlich gleich mal hier wieder in den Ofen legen, weil wir haben ja einiges an Cleanstone aufgebraucht. So, Kobbel, 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 Kobbel. Haben wir nicht mehr.
Das kommt da auch rein. Ach, seht, ah, das habe ich ja ganz vergessen. Das wollte ich auch noch machen. Das lagern wir erstmal da drin. Gut. Kies. Was haben wir da drin? Sandsteinstufen. Sandstein, Sandstein, Sandstein. Kommt hier rein. Holz. Fichte. Nochmal Fichte. Eiche. Nochmal Eiche. Können wir bald wieder Häuser bauen, aber nicht mehr in dieser Folge. Oder nicht mehr in dieser Aufnahme. Ein Häuschen haben wir ja gebaut. Wir haben den Stall fertig. Wir haben den Grundplan für die, ja, für den Aussichtsturm schon mal weitergemacht. Ich hoffe ja immer noch, dass ich noch ein paar weitere Bauvorschläge kriege, aber irgendwie kommt da so keiner zurzeit. Bisschen schade. Ein paar Ideen habe ich ja noch, die will ich ja umsetzen. Es kommt der Zeit. So. Ich riskiere es jetzt mal, erst Inventar leer zu machen, um mich danach auszuloggen. Ich wollte jetzt nicht schlafen gehen, ich wollte jetzt mit dem Schlafen gehen ausloggen. Also gehen wir jetzt mal hin. Eichenholz. Oh, Eichenholz haben wir eine ganze Menge. Treppen haben wir auch, also wir haben Baumaterial. Einiges zusammen. So, das Eichenholz. Ja, da haben wir auch. So, kommt erstmal alles hier rein. Gold, 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 Gold kommt hier drüben rein. Golderz, Eisenerz. Ja, wir haben so einiges doch wieder zusammen. Gut, eine Schere, lalalala, zack. Das kann ich auf dem Weg zu einem Haus mal kurz machen. Wo ist er denn jetzt drin? Da oben ist er. Ja. Hier ist es recht dunkel, wie man gerade merkt. Oh, kurz ein bisschen Straßenbeleuchtung hier hin. Kann man ja alles später abreißen. So. Hätte ich gleich ein bisschen mehr Zaun mitbringen sollen. Zack. Zack. So. Hat man ein bisschen Beleuchtung wieder. So, ich würde jetzt mal sagen, ich beende die Aufnahme. Ich hoffe, euch hat es mal wieder gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Let's Play wieder oder in meiner nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zur nächsten Aufnahme und sage auch gute Nacht. Willkommen zu einer weiteren Aufnahme Let's Play Minecraft. So, dieses Mal habe ich einiges geplant. Ich hoffe, dass mein Mikrofon jetzt einigermaßen passt. Ich habe mal ein bisschen mit den Einstellungen gespielt. Ich müsste jetzt von Grund auf ein wenig lauter sein. Ich hoffe, dass der Atem nicht so stark rüberkommt, wie ich es befürchte. Was, aber jetzt zu dem, was ich geplant habe. So. So. Wie man sieht, habe ich das Deluter-Pack noch drin. Und ich habe ein weiteres Mod drin. Das sehen wir jetzt nicht oder nicht so schnell. Vielleicht in 6 Level. Man könnte sich also schon denken, was ich habe für ein Mod. Und zwar ist das das Enchanting Mod. Enchanting Plus heißt es, glaube ich, genauer gesagt. Womit wir unsere Verzauberung aussuchen können. So, jetzt geht es aber darum, zu dem, was ich geplant habe. Wir werden ein wenig in den Untergrund gehen. Dazu werden wir uns jetzt ausrüsten. Beziehungsweise Untergrund ist übertrieben. Dazu werden wir die mitnehmen. Das brauchen wir jetzt auch nochmal neu. Bogen haben wir zwei Stück. Eisenspitzhacke nehmen wir vorher aber auch mit. Wir brauchen Holz. Und den Rest brauchen wir nicht. Ja, ich glaube, jetzt die Erdkiste, genau. Cobblestone kommt da rein. Die Tür, die kommt hier rein. Das neue Schwert brauchen wir. So.
So, die Rose, die brauchen wir natürlich nicht. So, lalalala, 15 Diamanten noch, Bögen brauchen wir nicht. Ein bisschen Kohle nehmen wir vorsichtshalber mit für Fackeln. Und Holz. Kies, Holz. Ein Stack packen wir ein. Die Äpfel behalten wir auch erstmal bei uns. Schaufeln. Wir brauchen Schaufeln. So. Die machen wir uns mal kurz fertig. Zwei Schaufeln. Spitzhacken haben wir genug. Axt brauchen wir nicht unbedingt. 13 davon. Das heißt, wir machen uns jetzt mal ein wenig mehr Fackeln. 62. Damit kann man was anfangen. Ne, so viel nicht. So viel auch nicht. Das nehmen wir mit. So. Was habe ich geplant? Wir gehen auf Monster Huts, genauer gesagt. Ich habe nicht vor, jetzt unbedingt Rohstoffe zu farmen. Ich habe eigentlich jetzt mehr vor, Monster zu jagen. Das habe ich jetzt mal in meiner WG-Welt versucht. Oder auf meiner Serverwelt, genauer gesagt. Dann werden wir jetzt mit Monster jagen. Das macht relativ viel Spaß, wenn man es nicht zu häufig macht. Und ich habe mir gedacht, mal was anderes außer bauen. So. Natürlich brauchen wir dazu einen Höhleneingang. Wir haben zwar hier einen, aber der ist ja schon fast erkundet. Deshalb suchen wir uns jetzt woanders ein. Und gehen dann runter. Ja, mal schauen. Da haben wir Kohle. Leider haben wir keine Behutsamkeit bzw. Silk Touch Spitzhacke. Weil dann könnten wir uns mit Silk Touch die. Ich habe gerade einen Zombies sterben hören. Mit Silk Touch die Rohstoffe abfarmen. Oh, da ist er gestorben. Und dann in der Stadt mit der Glücksspitzhacke wieder auseinandernehmen. Das hat den Vorteil, dass wir mehr Rohstoffe rauskriegen. Leider fehlen uns dazu leider ein paar XP. Und leider finde ich jetzt gerade keinen Höhleneingang. Ach, da kommen wir jetzt. Nee. Ist auch keiner, ist nur ein Wasserlauf. Hm. Schade. So. Wir sind in den Bergen und hier gibt es keinen Höhleneingang. Ist ein wenig traurig. Das ist zwar Höhleneingang, aber die Höhle scheint nicht sehr groß zu sein oder nicht sehr tief zu gehen. Ja. So viel zu Höhle. Hm. Ist natürlich jetzt alles ein bisschen doof. Ich könnte in den Dschungel rennen und von dort aus wieder in die Höhle reinspurten. Aber das möchte ich jetzt gerade nicht. So, ja. Aber uns ist egal, ob die Sonne untergeht. Wo ist er jetzt eigentlich? Da oben ist er gerade. Weil wir so auf Monster Huts gehen wollen. Oder ich zumindest. Ob ihr das wollt, ist mir eigentlich, naja, fast recht Wurst. Die einen interessiert ja nur das Bauen. Die nächsten gucken nur zu, weil man auf Monsterjagd geht. Wobei die Zuschauer, die, glaube ich, weniger sind, wenn man Monsterjagen geht. So, aber alles das gehört zu Minecraft. Hier gibt es so schöne Gegenden. Was könnte man eigentlich hier hinbauen? Weiß ich gar nicht. Nicht schön. So, mal gucken, ob wir hier einigermaßen sicher über diesen Steilkamm kommen. Mir fällt gerade was ein. Ja, nee, ist klar. Voll vorbereitet, muss man sagen. Bin voll vorbereitet. Was mich jetzt gerade ein bisschen wundert, ich habe Grasgeräusche. Wenn ich jetzt auf dem Server spiele, habe ich keine Grasgeräusche. Eigenartigerweise. Ich weiß nicht wieso. Ich habe erst gedacht, das liegt vielleicht am Mod. Na gut, dann nehmen wir jetzt erstmal hier die Kohle mit und gehen dann nochmal kurz zurück in Dorf oder ins Lager. Ich habe vergessen, Ausrüstung zu basteln. Aber hier ist Kohle. Also nehmen wir die mit.
Gut. Das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal irgendwie. Dann komm schon. Hopp. Und da lang. Wir müssen jetzt erstmal irgendwie wieder Richtung Stadt kommen. Dazu laufen wir mal ein bisschen. Da ist ein Endermann. Wieso, wollte schon sagen, wieso portet der nicht?